ja, für diese Funktion mal untersucht, ob es eine Symmetrie gibt. Die einfachste Version bei Polynomfunktionen oder ganz rationalen Funktionen ist sicherlich mit den Exponenten zu arbeiten. Ihr könntet also als erste Version sagen, wir haben hier hoch 3 und hier wäre ja hoch 1. Wir haben also nur ungerade Exponenten. Nur ungerade Exponenten. Und das sollte euch eben sagen, dass hier eine Punktsymmetrie zum Ursprung vorliegt. Bei nur geraden Exponenten hätten wir eine Achsensymmetrie zur y-Achse. Und wenn sowohl als auch, also x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, wenn ein Mix da wäre mit ungeraden und geraden Exponenten, würde keine übliche Symmetrie vorliegen. Zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn ihr es rechnerisch angehen müsst, das wird wichtig sein, wenn ihr andere Funktionstypen noch habt und die untersuchen müsst, dann habe ich auch noch mal extra ein Video gemacht, der rechnerische Ablauf, wo man nicht groß nachdenken muss. Ich packe überall, wo ein x ist, ein minus x rein. Also wenn ihr jetzt wirklich mal vergleicht, überall da, wo ein x ist, habe ich einfach nur ein minus x in Klammern, ganz wichtig, hingeschrieben. Jetzt multipliziere ich das ganze Paket aus. Minus hoch 3 ergibt wieder minus x hoch 3. Hoch 1, da passiert nichts. Minus mal minus ist plus 4x. An dieser Stelle schaut man, ob genau das gleiche wieder wie f von x rauskommt. Das tut es nicht. Ihr seht hier verkehrte Vorzeichen. Wenn ja f von x rauskommt, hätten wir eine Achsensymmetrie. Da es jetzt keine Achsensymmetrie ist nach dieser Rechnung, brauche ich jetzt nur noch Folgendes zu machen. Das übernehme ich jetzt mal. Wer nicht groß nachdenken will, macht einfach Folgendes. Mal minus 1 auf beiden Seiten. So ein bisschen geschummelt, aber es führt zum Erfolg. Das Ganze mal minus, Achtung, nicht da drin mit minus multiplizieren, sondern da steht dann minus f von minus x gleich. Wenn ihr hier multipliziert, das mal minus ist x hoch 3, das mal minus minus 4x. Und wie ihr seht, kommt jetzt genau wieder f von x raus. Wäre das nicht passiert, hätte man komplett sagen können, es ist weder achsensymmetrisch noch punktsymmetrisch, das Paket oben, also keine übliche Symmetrie. Da jetzt aber nach diesem Schema genau das wieder rauskommt, kann ich sagen, ja, minus f von minus x ist genau wie f von x und das wäre entsprechend eine Punktsymmetrie zum Ursprung. Nochmal in Ruhe, wenn ihr rechnerisch rangehen müsst, überall da, wo ein x ist, ein minus x reinpacken, ausmultiplizieren, schauen, ob direkt f von x rauskommt. Wenn nicht, einfach beide Seiten mit minus 1 multiplizieren und dann schauen, ob es rauskommt. Einige sagen vielleicht, wir haben es so gemacht, dass wir hier jetzt ein Minus ausklammern. Können die an der Stelle auch machen? Dann bleibt übrig f von minus x, da passiert ja nichts. Und hier klammere ich ein Minus aus, bleibt übrig x hoch 3, weil ich ja das Minus raushole. Hier muss jetzt minus 4x hin, damit Minus und Minus wieder Plus ergibt. Und dann seht ihr vielleicht hier schon, dann wäre f von minus x gleich minus, und das ist wieder f von x. Das ist genau das gleiche Paket, wie es hier steht, nur dass dieses Minus sozusagen wieder rübergewandert ist hierhin. Lasst euch davon nicht verwirren. Punktsymmetrie ist entweder minus f von minus x genauso wie f von x oder f von minus x ist genau das gleiche wie minus f von x. Und manche sehen es immer direkt mit diesem rechnerischen Ablauf, egal ob ihr an diesem Punkt jetzt beide Seiten mit minus 1 multipliziert oder auf einer Seite das Minus rausholt aus der Klammer oder das Minus so hinschreibt, dass dann eine Klammer entsteht. Vollkommen egal. Es kommt dann zum Erfolg. Wenn es so entsprechend rauskommt, habt ihr eine Punktsymmetrie. Ansonsten keine übliche Symmetrie. Wenn noch was unklar ist, immer drunter schreiben. Untersuchen auf Symmetrie sollte wirklich kein Stolperstein sein. Egal bei welchem Funktionstyp.